Hallo zusammen, mich hier ist wieder Attila und euch wieder für euch in Dragonflight unterwegs. Und zwar wollte ich euch heute wieder so einen kleinen Mount Guide präsentieren. Heute geht es wieder um eine schicke Season-Belohnung. Und zwar haben wir hier dieses Panzerdon-Mount. Und da schimpft sich einmal ewiger Panzerdon. Das ist jetzt die Season-Belohnung von Mythic Plus in der vierten Season. Und ja, wie ihr seht, hat es das gleiche Model wie die anderen Season aus Dragonflight. Die können wir uns auch gerne mal angucken. Panzerdon. Und zwar haben wir hier einmal das blaue Mount. Und zwar finde ich das tatsächlich am schicksten hier mit diesem Eis. Ne? Dann haben wir die bisschen lavamäßige Version, die ist von der zweiten Season. Dann haben wir jetzt die tiefgrüne Version, die ist einmal aus der dritten. Und jetzt in der letzten und vierten Season haben wir dementsprechend den ewigen Panzerdon. Das ist so ein bisschen an den ewigen Drachenschwarm quasi angelehnt. Und ja, so von der Farbgebung finde ich es eigentlich auch nicht schlecht. Aber mein Number One Favorite ist auf jeden Fall der erste, also hier der mit dem Eis. Was müssen wir dafür genau machen? Und zwar, wir müssen ein Achievement erspielen, beziehungsweise eine Heldentat, die wir nur erspielen können in der vierten Season. Und zwar brauchen wir Schlüsselmeister von Dragonflight Season 4. Dafür müssen wir eine Mythisch Plus Wertung von 2000 erreichen in der vierten Season. Und ja, was ihr für eine Wertung habt, seht ihr quasi, wenn ihr hier auf den Dungeon Browser geht und dann einmal auf Dungeons auf Mythisch Plus. Und dann könnt ihr hier einmal die Keys sehen. Es gibt dann auch noch für den Schlüsselstein Held, quasi für 2,5 eine Heldentat. Diesmal gibt es aber tatsächlich einfach gar nichts. Die letzten Seasons hat man da immer noch so einen Token gekriegt für Transmog. Diese Season gibt es leider nichts. Und auch die Teleports, die es die letzten Seasons gegeben hat, gibt es quasi keine neuen. Heißt, wenn ihr aus der ersten und zweiten Seasons jeweils die Ports schon hattet für damals die 20er Keys, die ihr jetzt auf Stufe 10 kriegt, kriegt ihr quasi auch nichts Neues. Bedeutet, wenn ihr quasi ja euch jetzt nicht um Heldentaten schert, sondern irgendwas wirklich als Belohnung haben wollt, dann braucht ihr tatsächlich aktuell nicht über 2000 höher spielen MM Plus, außer ihr wollt natürlich fürs Gear, ne, das Ganze machen, aber allein für Collectibles, ja, ist quasi ab 2000 Ende. Für 2000er Rating braucht ihr etwa 6er, 7er Keys und zwar auf beiden Versionen, ne, also sowohl verstärkt als auch tyrannisch. Die Wertungen werden ja da quasi zusammengezählt. Wenn ihr ganz gut seid und hohe Keys lauft, könnt ihr wahrscheinlich sogar mit einem 10er, 11er Key auf jedem Slot sogar auf 2k kommen. Ne? Aber warum sich schwerer machen, als man muss? Und ja, mehr ist dazu eigentlich nicht zu sagen. Die Season läuft jetzt tatsächlich noch eine Weile. Wann die jetzt genau endet, kann man nicht genau abschätzen. Es wird so ein bisschen vermutet, da wir hier dieses WoW Remix Mist of Pandaria haben und das am 20. August endet, dass da vielleicht auch die Season endet, aber aktuell ist das reine Spekulation. Genau, das war es soweit, was ich euch zeigen wollte. Ich persönlich fand die Season jetzt relativ einfach, habe jetzt 2 Wochen ein paar Keys gemacht und das eigentlich alles random relativ angenehm auf die 10er Keys gekommen. Also ich denke mal, dass für den einen oder anderen, der jetzt nicht Hardcore M Plus spielt, sollte auf jeden Fall das Mount auch auf, ja, relativ easy drin sein. Juti, damit sind wir durch mit dem kleinen Guide-Video. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich ein bisschen weiterhelfen. Euer Tela, bis zum nächsten Mal. Ciao.